Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu meinem Vivo X Fold 3 Pro. Es ist endlich soweit, meine ganzen Bestellungen, Cases, Schutzfolien, whatever sind angekommen. Und heute geht es um die erste, beziehungsweise um das erste Case. Und zwar ist es ein transparentes, mattes Case. Und ich bin tatsächlich ein großer Fan von dieser Art Cases. Und ich denke, das wird einfach super geil aussehen in Kombination mit dem weißen Handy. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, da ist das gute Ding. Wie man es erwartet, transparent und matt. Finde ich sehr, sehr nice, den Look. Jetzt machen wir es einfach mal drauf hier, die Rückseite. Und wie erwartet, es fängt sehr nice den Look vom Handy ein und beschützt es halt auch noch zudem. Finde ich sehr, sehr nice. Machen wir noch die Frontseite drauf. Jo, das passt alles wunderbar. Ihr seht, von der Dicke, das fügt nicht viel Dicke hinzu. Das ist immer noch super dünn, super angenehm. Sehr, sehr nice. Jo, schauen wir mal von hinten an. Und auch alle Cutouts und so sollten richtig sein. Das kann man natürlich immer noch mal checken hier bei den ganzen Hüllen hier. Aber das stimmt alles. Eigentlich auch der Cutout für den Mute-Button. Und jo. Ja, das ist das Case. Sieht sehr, sehr nice aus, wie ich finde. Also wie gesagt, das fängt den Look sehr, sehr nice ein. Man sieht auch immer noch hier durch diese Schnee-Marmor-Textur vom Handy selber. Das fühle ich schon ziemlich gern. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, muss man einfach sagen, wie es ist. Gut, Freunde, da würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, gebt gerne ein Like und ein Abo, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, alles Gute, bis dann. Ciao.